Das Problem von Online-Kursen heute ist, du weißt nicht, was du bekommst für dein Investment. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Wenn du das Video schaust, dann weißt du auch schon ziemlich sicher, wer das ich bin und dass ich einen Online-Kurs anbiete. Und das Ziel von diesem Video ist, dir zu zeigen, wie ist eigentlich die Qualität von meinem Online-Kurs. Weil mein Online-Kurs kostet doch fast 900 Franken und für das sollst du auch etwas bekommen. Und ich will nicht, dass du den Kurs kaufst und nachher enttäuscht bist von der Qualität oder vom Inhalt von diesem Kurs. Weil ich nichts zu verstecken habe, mache ich hier mit dir mal eine Tour durch diesen Kurs, damit du Qualität siehst, damit du ein Look and Feel hast von dem Ganzen, weil sind wir ehrlich, ein Online-Kurs kannst du nicht in den Laden gehen, antöppeln, wie das ist, oder anlegen, das funktioniert nicht. Du siehst eigentlich erst, wie der Kurs wirklich ist, wenn du ihn gekauft hast, und dann ist es schon zu spät, dann ist dein Geld weg. Ich möchte dir das jetzt zeigen. Zu der Qualität kann ich sagen, ja, schau mal da rein, hör mal, wie es hier gerade tönt, weil das ist der Hintergrund, den ich in den Erklärvideos benutze. Es gibt auch Videos, wo ich im PowerPoint inne bin und dir eine Präsentation zeige oder wo ich dir einfach im Internet ein paar Hacks zeige, wie du zum Beispiel einen ETF auswählst. Das zeige ich dir noch gerade. Aber das ist so die Qualität, die dich erwartet im Kurs inne. Jetzt, nachher werde ich wechseln in die Käuferansicht. Und die Käuferansicht ist, wenn du den Kurs gekauft hast und dich einloggst, so sieht der Kurs für dich aus. Dann siehst du, wie ist das gestaltet, wie viele Module hat es, wie viele Kapitel sind in diesem Modul, wie sehen die Videos aus, was ist der Text dazu, was kannst du alles abladen. Einfach damit du weißt, was du bekommst, weil das ist mir mega, mega wichtig. Wenn es dich überzeugt, würde es mich freuen, wenn ich dich im nächsten Kurs begrüssen darf. Wenn es dich nicht überzeugt und sagst, das ist gut für dich, dann hast du einen Haufen Geld gespart, und du wirst auch nicht verrückt auf mich, weil du sagst, hey, jetzt bin ich enttäuscht von dir, das ist nicht das, was ich erwartet habe. Wegen dem, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Kurs und bis bald. Also, das wäre der ominöse Online-Kurs von mir, das Basis-Finanz-Coaching als Online-Kurs. Und das ist, wenn du den Kurs gekauft hast, ist das da etwas Erste, was du siehst, deine Kursübersicht. Du siehst da herzlich willkommen, deine ersten Schritte. Modul 1, Budget und Finanzen automatisieren, Modul 2, Vorsorgeausweis verstehen, Modul 3, Säule 3a, Konto, Police und Depot, das schauen wir alles an, Steuererklärung, dann schnell zu der Säule 3a, vielleicht hast du schon eine 3a Police und du lernst in dem Kurs auch, was du sollst machen, wenn du nicht weißt, ob du die sollst behalten oder nicht behalten, da gehen wir da in dem Modul gehen wir da drauf ein. Das letzte ist Theorie und Praxis an der Börse, weil das eine ist, du musst ein bisschen verstehen, wie die Börse funktioniert und das andere ist dann wirklich Praxis, wie kaufst du einen ETF, wie du das Konto eröffnest, wie wählst du einen ETF aus und so weiter. Das ist alles da drin. Und da am Schluss sind die Boni, die sind immer ein bisschen anders, je nach Kurs, je nachdem, welche Aktion die ich gerade drin habe. Und dann die nächsten Schritte, die du machen kannst, auch nach dem Kurs, dass du am Ball bleibst. Wenn wir jetzt hier reingehen, los geht's. Wenn es los geht, dann siehst du diese Übersicht. Und da fängt es eigentlich an mit dem Banner hier oben. Du kannst hier zurückgehen auf die Kursübersicht und so weiter. Du siehst hier, wie die Videos drin sind. Wenn du jetzt hier auf Start drückst, das ist basically wie YouTube. Du drückst hier. Hallo, ich bin der Finanzfabio. Das Video fängt an. Du siehst eben, wie lang die Videos gehen, was du lernst in diesen Videos in dem Moment. Da haben wir ein bisschen Text, wie ist der Kurs aufgebaut, Tutorials, Downloads und da immer ein dummer, gescheiter Spruch, entweder von mir oder den ich mega gut gefunden habe, wo passend ist gerade zu dem Kapitel, wo wir da haben, wo ich da eingefügt habe. Und wenn du da fertig bist, kannst du da einfach aufs Nächste. Und du bist im nächsten Kapitel und auch hier kannst du wieder ein Video starten. Auch hier wieder die Tour, wie lange das geht und so weiter und so fort. Du kannst es hier als erledigt markieren. Das ist wichtig, dass hier die Prozentsätze immer vorgehen und du weißt, wie weit bist du eigentlich im Kurs. He? Dann häufige Frage, die wir haben, wenn es in Gruppencoachings starten in der zweiten Woche, wenn der Kurs anfängt. Also sobald der Kurs startet, eigentlich nach 10 Tagen hast du das erste Gruppencoaching, damit du genug Zeit hast, um dich darauf vorzubereiten. Und da wichtig zum Wissen, ist immer am Mittwoch oben
ab der 8. Und die Überlegung hier dabei von mir war, dass es lange, dass alle Kinder im Bett sind, dass du heimgekommen bist vom Arbeiten, vielleicht geduscht hast, vielleicht etwas zu Nacht gegessen hast und das Bier und der Wein kalt ist, weil während dem Gruppencoaching trinken wir meistens ein Bier oder ein Glas Wein. Daten werden hier drin sein, hier wirst du immer den Link finden für den Zoom-Call, für das Gruppencoaching. Genau. Du ich alle Fragen beantworten im Gruppencoaching. Ich werde die Fragen zum jeweiligen Thema beantworten, weil nicht, dass wir im Vorsorgeausweis sind und du hast eine Frage zu der Säule 3a, zu den Steuern, das kommt dann wirklich im Gruppencoaching zu dem Thema. Aber selbstverständlich habe ich hier keinen Tunnelblick, sondern wenn du eine Frage hast, die zum Thema irgendwie passt, aber es halt nicht behandelt worden ist im Kurs, du nicht das mit gesundem Menschenverstand abschätzen, können wir das jetzt hier beantworten in der Gruppe oder nicht. In der Regel darf ich behaupten, in den letzten zwei Lounges habe ich die Sachen alle beantwortet. Müssen die Fragen vorher eingereicht werden? Ja, unbedingt. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, du musst sie mir 24 Stunden, bevor das Gruppencoaching stattfindet, also Dienstag oben um 8 Uhr, solltest du mir die Fragen gemeldet haben. Weil ich brauche wirklich immer einen ganzen Mittwoch, um die Fragen vorzubereiten, in eine Präsentation einzuarbeiten und so weiter und so fort. Damit du auch wirklich eine Antwort bekommst und dass ich vorbereitet bin. Das Nächste ist, und das ist vielleicht ganz wichtig zum Verstehen, wenn du mal nicht kannst dabei sein in einem Gruppencoaching, wieso auch immer, vielleicht bist du krank, vielleicht musst du den Babysitter abgesagt, whatever, spielt gar keine Rolle. Solange du mir deine Frage 24 Stunden vorher eingereicht hast, tue ich sie im Gruppencoaching beantworten. Weil, sobald das Gruppencoaching fertig ist, am nächsten Tag tue ich das aufladen. Das heisst, du kannst rückblickend das ganze Gruppencoaching anschauen und dort wird auch deine Frage beantwortet sein. Und so kann ich dir garantieren, dass deine Frage beantwortet ist. Hä? Dann, welche Dokumente benötigst du für den Kurs? Da habe ich mal ein bisschen zusammengestellt, was, wie, wo, wieso ist das wichtig, damit du auch wirklich vorwärts kommst in dem ganzen Kurs relativ schnell. Weißt du schon im Voraus, okay, die Dokumente brauche ich, die könntest du theoretisch jetzt schon abladen. Auch hier wieder, wenn es da so einen Button gibt, kannst du hier abladen. Du kannst den hier öffnen und dann siehst du, wie die Dokumente hierher kommen. Du kannst die ausdrucken, kannst die speichern, whatever, dass du nicht in den Kurs zurück müsstest. Aber das ist alles hinterlegt. Falls du eine Frage hast, du kannst hier drauf drücken. Und ich weiss jetzt nicht, ob man das sieht, ich ziehe es mal hier rüber. Dann geht automatisch das Fenster raus, wo es an meine E-Mail-Adresse schickt, betreff Fragen zum Online-Kurs und dann weiss ich schon, um was es geht. Hey? Genau. Wenn ich jetzt so auf Nächstes gehe, siehst du hier Updates. Das war vor allem am Anfang spannend, wo es noch viele technische Pannen gegeben hat. Nachdem ist es weniger geworden, wegen dem zeigt er es jetzt hier. Da habe ich immer geschrieben, hey, um welche Zeit, dass ich was behoben wurde ist und was wieder funktioniert. Und du siehst, es hat da zum Teil auch lustige Uhrzeiten gegeben, die ich an diesem Kurs gearbeitet habe. Aber einfach da rein könntest du schauen, falls es ein Update gegeben hat, was ich da noch eingeführt habe. Dann da kommen wir zu dem Modul. Du hast hier wieder das Video, wie lange das es geht, was du dir musst merken und so weiter. Und du kannst dich hier anschauen. Hier zum Beispiel Ausgaben tracken. Entschuldigung, in diesem Video Ausgaben tracken. Hier siehst du zum Beispiel, wie es aussieht, wenn ich etwas erkläre in einem Tool. Da haben wir zum Beispiel jetzt ein Excel, das ich gemacht habe, um die ganzen Automatisationen von den Finanzen, wie die hier stattfinden, erklären, wie das funktioniert, erklären, wie du es kannst. Selber bearbeiten das Excel, ohne dass du gerade alle Formeln zusammenschiessest. Und auch hier, es ist hier, du kannst hier drücken, du kannst es abladen und somit hast du 1:1 das Excel selber bei dir zuhause. Also du kannst wirklich mit dem arbeiten, was du da innen lernst in diesem Kurs. Hä? Gut, jetzt tut es mir hier das Excel einfügen, ich kann hier wieder zumachen. Hier ist nochmal die Anleitung, dass das Video nicht 100 Mal musst schauen musst, sondern wie es würde gehen. Und da haben wir häufige Fragen zu dem. Das ist auch so etwas, was ich gemerkt habe nach zwei Kursen. Es gibt Fragen, die kommen immer wieder. Die habe ich dann hier noch schriftlich abgearbeitet, also die könntest du hier auch noch nachlesen. Falls hier eine Frage dabei ist und
Wie gesagt, du sollst mir ja deine Fragen 24 Stunden vorher einreichen, einfach hier auf Nachricht senden. Kannst mir sie schnell schreiben und dann habe ich sie im Mail inne und kann mich auf Gruppencoachings vorbereiten. Das nächste, was wir hier haben, ist ja, Vorsorgeausweis verstehen. He? Eine ganze Videoreihe habe ich hier gemacht, die ich dir hier vielleicht möchte zeigen möchte. Da bin ich in einer, PowerPoint inne und habe hier Sachen erklärt. Oder? Also so Videos gibt es auch. Es sind nicht so viele, zum Glück, wenn ich das so machen musste, aber ein paar Sachen, die müssen einfach ein bisschen visualisiert sein, damit man wirklich rauskommt. Das sind Videos, wo ich wirklich in den Vorsorgeausweis reingehe und die anschaue. Du siehst, du kannst die auch gross machen, das Ganze, das ist kein Problem. Und anschauen. Und da tue ich einfach die besprechen, du sie geil anmalen und so weiter. Einfach da, wo wichtig ist, dass du das wirklich rausnehmen kannst. Und weil Vorsorgeausweise immer anders aussehen, habe ich hier mehrere von diesen Ausweisen genommen und bearbeitet. Also da lernst du wirklich viel. Und das Ziel davon ist, dass du noch deinen Vorsorgeausweis vornehmen kannst und den selber durchgehen. Und weil du ganz viele verschiedene drinnen hast, sind glaube ich etwa 7 Stück, weil du da verschiedene drinnen hast, siehst du, ein System, wie es funktioniert und kannst deinen eigenen Vorsorgeausweis lesen. Und dann kommst du vielleicht in den Rausch und willst noch den von deinem Partner, von deiner Partnerin lesen, den von deinen Eltern lesen. Wirklich coole Sache. Falls du trotzdem Fragen hast zu deinem Vorsorgeausweis, kein Problem, schick mir ein Mail, wir besprechen es im Gruppencoaching. Auch da wieder die häufigen Fragen, die ich hier aufgeführt habe. Da habe ich mittlerweile auch schon eine Podcast-Folge darüber gemacht und so weiter. Und auch da kannst du wieder eine Nachricht senden. Dann Säule 3a, da haben wir auch ein Intro, Säule 3a erklärt, Säule 3a Konto, Police, Depot. Du siehst, zu allem gibt es ein Video, häufige Fragen und auch da das Gruppencoaching wird nachgeschaut. Und du siehst jetzt hier zum Beispiel, das Gruppencoaching ist eine Zeit gegangen. He? Also da sind wir lang dran gewesen mit 115 Minuten, das sind fast 2 Stunden. Da siehst du ein bisschen, wie ich Sachen vorbereitet haben. He? Dann Modul Steuererklärung. Ganz spannend, weil Steuererklärung im Grundsatz funktioniert Steuern eigentlich immer gleich, aber je nach Kanton hast du ein anderes Programm. Ich habe jetzt hier zum Beispiel vom Kanton Aargau eine Steuererklärung vorgenommen. Und das eine zum Beispiel als erstes, ich erkläre dir mal, wie man eine Fristverlängerung macht. Und du siehst, dass da, welchen Link das da musst du brauchen und so weiter und so fort. Und dann gehen wir wirklich hier der Reihe nach, wie es aufgebaut ist, im Steuererklärungsprogramm selber. Also du könntest theoretisch im einen Fenster das EasyTax haben vom Aargau und im anderen Fenster könntest du mein Video haben und du könntest das eigentlich 1:1 abfüllen. Dann habe ich das noch weitergemacht mit dem Kanton Zürich. Das ist auch inklusiv in diesem Kurs. Also du hast 2 Kantone drin, sicher auch noch ausbaufähig. Aber im Grundsatz, weil ja alles gleich funktioniert, langen eigentlich mal 2, damit du verstehst, was du ausfüllen musst. Also, und dann haben wir noch das Modul, das letzte, Theorie und Praxis von der Börse. Da fängt es mal mit der Theorie an, wie tut man das Risiko mindern an der Börse. Und dann gehen wir relativ zackig in die Strategien. Was gibt es für Strategien für Investments unter 1'000 Franken, was gibt es für Strategien für Investments ab 1'000 Franken, wie du ein Konto eröffnen, wie du einen ETF kaufen, wie du einen ETF auswählen und so weiter. Und da unten haben wir Bonus, Gutscheincodes und so weiter. Und dann hier noch die nächsten Schritte. Du kannst Affiliate-Partner werden von mir. Affiliate-Partner, ich habe ein Video, das erklärt, was es ist, aber es geht darum, wenn du den Kurs gekauft hast und du den für gut empfindest und du den vielleicht möchtest weiterempfehlen, kannst du dir selber einen Link machen, kannst den verschicken, dann weiss ich, dass du den Kurs quasi verkauft hast und du bekommst eine Provision von 20% vom Kurspreis. Also pro Kurs kannst du eigentlich immer etwas mit verdienen. Das ist da alles hinterlegt. He? Und da habe ich Sachen, wie du noch mehr könntest, lernen könntest. Verweisung auf meinen Blog, Verweisung auf Podcast, Verweisung auf Instagram. Du kannst mir Mails schreiben, du kannst meinen Newsletter abonnieren. Und ja,
dann wäre der Kurs eigentlich schon durch. Also du siehst, der Kurs ist sehr umfänglich, du lernst viel und glaub mir, unterschätzt das Gruppencoaching nicht. Ich habe extrem viele Nachrichten, wo die Leute mir geschrieben haben, hey, in diesem Gruppencoaching habe ich so viel gelernt, weil ich mal im Kopf der anderen Leute sehe, was die sich für Fragen stellen, weil so weit habe ich vielleicht gar nicht überlegt, aber es ist mega spannend und wirklich auch Leute, die all meine Blogs gelesen haben, alle Podcasts gehört haben, die sich eigentlich fit fühlen für Finanzen und sich vom Gruppencoaching am wenigsten versprochen haben und am Schluss mir geschrieben haben, hey, und in diesem Gruppencoaching habe ich einfach am meisten dazu gelernt. Ja, das wäre mein Online-Kurs, Basis Finanzcoaching als Online-Kurs. Wenn dir der gefällt, fände ich es mega cool, wenn du im nächsten Kurs dabei bist. Und ja, wir sehen uns. Bis bald.